Und da wären wir auch schon wieder. Nach diesem doch ziemlich dramatischen Tod letzte Folge. Das war ziemlich ärgerlich. Aber jetzt will ich nicht die Tagesaufgabe machen. Die mache ich erst heute Abend. Ich will jetzt Abenteuer. Und zwar mit ihm hier. Und wir gehen jetzt nicht in die Mine, sondern wir gehen direkt in den Dschungel. Aus mehreren Gründen. Zum einen will ich es hinbekommen, dass wir einigermaßen schnell in die Eiswelt kommen. Um da halt alles kennenzulernen. Also wie das funktioniert, wie die Gegner ticken, was es für Besonderheiten ergibt und so weiter. Dann auch, dass wir den Bomberman finden. Also der diese Tunnel hier freischaltet. Dazu müssten wir die Eiswelt nur erstmal schaffen. Und ich würde noch gerne ein paar andere Sachen ausprobieren. Wie zum Beispiel dieses rote Ding da mit dem Wurm. Da sollte man eine Blondine reinwerfen. Letztes Mal haben wir nur sicheren Abstand gesucht. Das möchte ich jetzt vermeiden. Zoink. Also allgemein ist das Leben hier eigentlich primär dafür da, Sachen auszuprobieren. Wie das jetzt zum Beispiel. Okay. Klappt soweit ganz gut. Können wir dich benutzen, um Leute damit K.O. zu schlagen? Ich denke nicht. Bleibst doch gar nicht da hängen. Ich brauche noch was zum Hoch. Brauche noch was zum Opfern, wollte ich sagen. Oder was zum einfach nur runterschmeißen. Au. Jo, du bist ganz gut. Also ich nehme jetzt diesen tonnenschweren Goldgötzen. Erschlag damit die Pflanze. Opfer die Pflanze. Das waren jetzt schon drei Gegner. Und ich habe noch nichts bekommen. Wenn ich die Blondine opfer, kriege ich sofort für die Blondine einen Gegenstand. Das ist... ja... Oh, bleibst du ja auch hängen. Okay. Wie kriege ich die wieder raus? Gar nicht, ja? Das ist jetzt nicht so schön. Okay, wir haben gelernt, keine Goldgötzen in so einen komischen roten Knubbel schmeißen. Wo ist die Blondine? Muss weiter rechts gewesen sein. Wir können ja ruhig alle Ressourcen verballern. Ist ja nicht so wirklich wichtig. Alles für die Wissenschaft und so. Zoin. Jetzt höre ich sie. Na komm, wir kaufen erstmal die ganzen Bomben auf. Dann sprengen wir uns hier unten einfach durch. Dann passt das schon irgendwie. Obwohl bei meinem Blut dann gleich wieder der Geist kommt. Man ist ja gar nicht hier. Da ist sie. Ach du gute Güte. Na gut. Gib mir Seile. Oh, Kletterhandschuh. Noch besser. Ja, nee. Ich muss eigentlich zur Blondine. Du Leitgeist. Keine Zeit für dich. Komm, schnell, schnell, schnell. Kriegst du Geschwindigkeit, oder? Oh, oh, oh. Nee. Okay, nochmal. Schneller Neustart. So, da ist die Blondine doch gleich wesentlich leichter zu erreichen. Hier noch irgendwo irgendwas? Da oben links ist ein Rubin. Hier sind Piranhas. Ich brauche so einen roten Knubbel. Oder andere interessante Sachen. Zoin. Oh, 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 oh. Oder wir sterben einfach alle. Okay, auf ein neues. Blondine, Knubbel, komischer Riesenfrosch mit Augenbrauen. Da ist der rote Knubbel. Ich höre auch schon eine Blondine. Weiß nur nicht wo. Nee. Hier durch. Nein, noch. Muah. Da ist sie. Nicht sehr schön da. Oh, oh, oh. Und Riesenpiranhas und überhaupt und ja.
So, komm her, Spinner. Na, jetzt bist du tot. Tot bringst du mir nichts. So, du stirbst. Du dienst als Versuchsobjekt. Ich glaube, eine tote Blondine brachte nämlich auch irgendwas. Vielleicht klappt auch eine tote Blondine bei dem roten Knubbel. Hängt schon mal drin. Wurm, kommt aber keiner. Oh, doch, kommt. Nee. Macht nur komische Rumpelgeräusche. Okay. Sieht eklig aus. Ein Wurmlevel. Was bist du? Da sind Würmer drin, okay. Yeah. Also es gibt ja schon mal viele Kisten. Das erinnert mich irgendwie an Pac-Man. Sprung. Achso, du machst gar keinen Schaden. Was sind das hier? Achso, das sind Blöcke, die man wahrscheinlich verschieben. Boah, sind das viele Würmer. Zoink, zoink, zoink. Oh, oh. Nein, nein, nein. Au. Ich hoffe, ich schmecke wenigstens. Ja. Oh, das war der falsche Neustart. Also wir haben gelernt, selbst tote Blondinen kann man benutzen, um den Wurm anzulocken. Das Wurmlevel selber sieht ziemlich abgefahren aus. Oh, das ist wieder so ein rotes Ding. Sehr schön. Gibt es ja doch ziemlich häufig, ne? So, Blondine höre ich noch keine, also laufe ich erstmal oben rum. Bis ich irgendwo was schreien höre. Ich höre aber nichts. Oh, da ist ein Sarg. Komm mal mit. So. Nimm, 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 nimm. Hier. Was passiert eigentlich, wenn ich so einen neuen Charakter opfern würde? Mal gucken. Kann ich aufheben? Ja. Hallo, Mädel mit einem Piratenhut. Und Augenklappe. Oh, bisschen Stand. Nein, ich will zurück zu dem roten Dingens. Man kann sie genauso gut zum Werfen benutzen wie die Blondine. Sehr schön. Rotes Dingens, wo bist du hin? Da bist du. Oh, oh. Da bist du hin. So. Nee, geht mit ihr nicht. Das muss echt die Blondine sein. Okay. Dann klauen wir sie halt. Frau kaufen 15.000. Nee, klappt nicht. Oh, das war knapp. Okay, rüber. Also jetzt Terroristin kann er uns eh egal sein. So. Nein, 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 nein. Nicht. Komm runter da. So. Wurm. Wurm. Ah. Okay. Interessant. Okay. Wir kriegen Herz und die andere kommt mit. Ist ja nicht so, dass wir beide gerade einem Wurm zum Fraß vorgeworfen haben. Und die läuft jetzt echt mit uns mit? Wie geil. Okay. Und diese Blöcke da oben sind wohl doch nicht verschiebbar, sonst würden sie hier an der Decke hängen. Was bist du? Das ist nur Deko? Nee, daran kann man klettern. Die kann man alle kaputt machen? Das geht ja so weit. Oh. Weg, 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 weg. Ein Säurebad. Okay. Die Musik ist interessant. Du bist... Achso, du bist tot. Sie ist übrigens auch tot. Äffchen ist auch tot. Wo ist sie raus?
Oh, es geht ganz schön. Oh. Tief runter. Und die halten einiges aus. Okay. Oh, was war das denn? Ich hab die gerade irgendwie. Was zur Hölle? Oh, 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 oh. Ach, man kann die einfach aufpeitschen. Oh, sehr geil. Okay. Warum wackelt es so komisch? Ach, wir können die wenden. Oh. Ich hoffe, ich schmecke wenigstens, ja. Also diese komischen Vierer-Blasenblöcke da kann man wegpeitschen, aber wenn sie wiederkommen, sollte man nicht da stehen, wo vorher die Blöcke waren. Das hätten wir jetzt auch noch gelernt. Und ja, doch, ich finde, es war eine sehr gute... Oh, oh, oh. Sehr gute Entscheidung, mal ein normales Leben zu spielen und nicht mehr die Tagesaufgabe. Aber wir haben jetzt ja schon 4, 5 Sachen rausgefunden, die wir wahrscheinlich im normalen Spiel niemals riskiert hätten. Und vielleicht läuft dadurch das dann die Tagesaufgabe besser. So, du wartest mal da. Oh, oh, oh. Au. Nein, ich muss damit rein. Okay, dann nicht. Geh, geh, weg, du Waffe. Mich K.O. geschlagen, doofes Ding. So. Nicht wirklich die besten Voraussetzungen, weiterzuspielen eigentlich. Ja, nee. Letztes Abenteuer? Was ist das? Ach so. Das ist einfach nur dieses Abenteuer abbrechen. Komische Übersetzung. Na gut, wir suchen Blondinen, wir suchen komische Würmer. Wir peitschen Bomben. Frösche. Oh, 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 Tiki. Das ist keine sehr schöne Ecke hier. So. Tiki-Training. Achso, dich will ich gar nicht. Ich wollte eigentlich deinen Bumerang. So, weg, 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 weg. Blondine? Hören tue ich nichts. Nee, wenn, muss ich weiter unten sein. Na komm, runter. Oh, nicht so weit runter. Kommst du mit? Das in den Säulen Gold. Oh, oh, Gold ist auch ein wenig komisch. Also hier hätten wir schon mal das rote Bommelding. Und da ist die Blondine. Müssen wir oben rum. An den doofen Dicky-Fallen vorbei. So. Oh, oh. So viel dazu. Okay, ein Versuch noch für die Wissenschaft und dann geht's in der nächsten Folge zur Tagesaufgabe. Da werden Sklaven verkauft. Ah, zwei. Oh, 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 oh. Verstecken, verstecken, verstecken. So. Dich hätten wir schon mal. Da ist der Ausgang. Wir wollen aber gar nicht zum Ausgang. Wie kommen wir am Ausgang vorbei? So kommen wir am Ausgang vorbei. Oh, geh weg. Geh weg. Geh weg. Alter. So. Gib mir einen Wurmzugang. Seile haben wir noch ein paar. Gucken wir mal hoch. Ah, da. Okay, dann ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwo Ressourcen zusammenbekommen. Auch wenn ich bezweifle, dass die Händler in dem Wurm haben, aber es sind schon komischere Sachen passiert. Nein, 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 schön hier bleiben. Nein, sie kam nicht mit. Warum kam sie nicht mit? Okay, noch was gelernt. Die Blondine muss schön mittig stehen, sonst wird sie nicht vom Wurm verschluckt. Das war daneben. Wir auf die raufspringen. Sie platzen vorher. Okay. Tot.
Das war daneben. Sehr abgefahrene. Oh, sehr abgefahrene Level. Kennt ihr diese Würmer aus Star Trek? Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Diese Ohrwürmer? So ein bisschen sehen die aus. So, oh. Da sind die Viererblöcke, die wieder auftauchen. Guck mal, Affe. Also wirklich den Sinn von diesem Level sehe ich noch nicht so ganz. Oh, was ist das denn für ein Dolch? Warte mal, ich schmeiß mal eine Bombe. Oh. Ich schmeiß eine Bombe da rein. Und, oh. Krüssmesser. Ein rasiermesserscharfes Messer aus dem Zahn eines Wurms. Ersetzt die Peitsche? Das ist ja mal komisch. Okay. Dafür ist das Level vielleicht. Vielleicht machen wir jetzt doppelt oder dreifach so viel Schaden. Das ist ja schon ganz... Oh. Nett wäre... Wir sind gleich tot. Ich will hier raus. Was mich gerade dazu bringt, wir haben noch kein einziges Level von diesem Wurm geschafft. So. Hm. Oh. Ich will nur hier raus. Ich will nur hier... Ah, sie ist tot? Ja, sie ist tot. Ich bin tot. Ich habe den Verdacht, der Wurm hat gar nicht mehrere Level, sondern ist ein ganz langes Level. Und dann wird man irgendwo wieder rausgespuckt. Aber na gut, wir haben viel rausgefunden. War lustig. Und jetzt geht's mit dem Ernst des Lebens weiter. Also in der nächsten Folge die Tagesaufgabe. Bis denne.